Freut mich, Sie zu begrüßen. Hier ist Marcel Novak. Herr Novak, ja, Ich grüße Sie. wir beide Ja. hatten E-Mails geschrieben. Genau. Ja. So, ab 18 Uhr sollte ich mich bei Ihnen melden. Also ich beeile mich auch, weil ich habe so um 18 Uhr eigentlich Feierabend, aber ja, da ich es. Das ist sehr guter Kundenservice, den Sie anbieten, aber das kann man vom elektronischen Börsenamt ja auch erwarten. Ja. Okay, also wie weit sind Sie jetzt, Herr Kohl? Sie handeln doch alle selbstständig, oder? Mit Hilfe von jemandem. Ich habe vor 2 Wochen damit angefangen. Ich Angefangen. kenne mich noch nicht wirklich gut aus, aber ich versuche dazu zu lernen. Aha, okay. Also Sie handeln Sie selbstständig oder mit Hilfe von Broker? Ich habe mir ein zwei Bitcoins gekauft und versuche jetzt damit zu handeln. Zwei Bitcoins? Ja, zwei Bitcoin. Aha. Wie viel haben Sie bezahlt für zwei Bitcoins? Bisschen mehr als 60.000. Aha, okay. Okay, Sie wissen schon, also der Grund meines Anrufes, ja? Nein. Also ich habe Ihnen per E-Mail auch ganze Informationen geschickt. Haben Sie alles durchgelesen? Sie haben geschrieben, dass ich eine Börsenidentifikationsnummer brauche. Genau so ist das. Ja, wie bekomme ich diese Nummer? Das bekommen Sie von uns, von unserer Behörde, Das ist sehr gut. Danke, ja. dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Ich wusste nicht, dass man so eine Nummer braucht. Okay, also jetzt, wir können gleich loslegen, keine Zeit mehr verlieren, weil ich muss auch gleich bald los. Sind Sie jetzt zu Hause und haben Sie Zugang zum Internet? Ja. Der Computer ist Aha. an. Ich beobachte gerade den Bitcoin-Kurs. Der ist ja heute wieder stark gestiegen. Aha, okay. Gut, also TeamViewer Software haben Sie schon auf Ihrem Computer? Den Biber? TeamViewer? TeamViewer? Biber? Nein. Nein, nein, TeamViewer. Nein, Sie reden von einem Biber. Was ist ein Biber? Das ist die Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe. Nein, Biber nicht. TeamViewer, ist das ein Software, womit wir also Bildschirme teilen können, ja? Was hat der Biber damit zu tun? Biber habe ich gar nichts gesagt. Sie Ich habe haben Team TeamViewer. Biber gesagt. TeamViewer. Ich habe Ihnen haben Sie Ihr E-Mail-Konto geöffnet? ja. Ich habe Ihnen ein B Bild geschickt. Das ist ein Biber. Ah ja, okay. Biber weiß ich doch, was das ist. Kleinen Moment. Das ist ein Tier, Sie haben gefragt, ob ich im Team Biber bin. Oder meinten Sie Justin Biber? Moment. Ja, Biber, ja, das kenne ich, dieses Aber Tier, was hat das mit dem Börsenamt zu tun? nein, nein, nicht Biber. TeamViewer, Jetzt haben Sie schon wieder TeamViewer Biber gesagt. Ich weiß nicht, was Sie meinen. heißt Lachen Sie Nee, mit mich aus. Sicherheit. Ich finde es nicht sehr freundlich, dass Sie mich auslachen. Meine Mutter hat immer gesagt, sprich nicht mit Leuten, die dich auslachen. Moment, also wir können jetzt gleich anfangen, also dass Sie diese Ja. Börsenidentifikationsnummer bekommen, ja? Ja. Okay, dann buchstabiere ich, wenn Sie also was falsch verstehen. Wenn Also ich Sie habe nicht Biber Biber sagen, dann gesagt. verstehe ich auch Biber. Okay, dann sind Sie schon vor Ihrem PC? Nein, ich habe einen Laptop. Okay, dann Laptop. Gut. Muss ich meinen Dann. Laptop anmachen? Okay, dann machen Sie an. Jawohl, mein Herr. Okay.
Wie viel kostet diese Nummer? Das kostet doch Das sicher kostet Geld. gar nichts. Also Sie zahlen nur aus Ihrem eigenen Wallet ein, weil Sie brauchen das, damit Sie Verknüpfung machen. Ohne Börsenidentifikationsnummer, gibt es keinen direkten Zusammenhang, also möglich zwischen Ihren beiden Konten, ja, zwischen Ihrem Bitcoin-Konto und Ihr Handelskonto. Ach so, Weil aber deswegen brauchen Sie Börsenidentifikationsnummer, ja. ich meine, wenn Sie vom Börsenamt anrufen, Sie wollen, das kostet doch sicher Steuern zu bezahlen. Wenn ich Nein, gar Gewinn nichts, mache, gar nichts, muss gar ich, nichts. wenn ich meine beiden Bitcoin verkaufe und Gewinn mache, muss ich das nicht versteuern? Nein, gar nichts. Sie zahlen kein, das ist steuerfrei alles, ja. Das sind ja die besten Neuigkeiten des Jahres. Ich will zurück in Nee, den das. roten Raum. Sie zahlen keine Steuer, nee, auf Das ist keinen sehr Fall. gut. Wo ist denn Ihr Büro, mein Herr? Also wir sind ja in der Schweiz. Warum sitzt eine deutsche Bundesbehörde in der Schweiz? Also persönlich, also wir haben auch in der Österreich, in der Schweiz auch, also ich persönlich bin ich in Österreich, aber wir haben in Deutschland auch ein Büro und in der Schweiz auch und in Österreich auch. Also Hauptsitz ist in Deutschland, natürlich in Berlin, ja. Hat es wieder einen Anschluss gegeben, dass deutsche Behörden in Österreich und der Schweiz arbeiten? Ja, natürlich. Das ist sehr Ich habe gut. die Es ganze wurde ja Zeit, schriftliche dass. Information Ja, welche haben geschickt. Sie? Das haben Sie alles per E-Mail Sie bekommen. meinen das Dokument vom Bundestag Aha, genau. von 1991. Nein, 1994. Gesetzentwurf Aha. der Bundesregierung. Ja, genau. Ja, können Das ist so alt, ja. ich habe versucht, das zu lesen, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Können wir bitte das zusammen durchgehen? Aha, okay. Jetzt also, das können wir nachher machen, weil Ja. erstmal wir brauchen Börsenidentifikationsnummer Ihnen zu geben, weil das nimmt viel Zeit, ja. Haben Sie Und denn das Telefonpasswort? was für ein Passwort? Ich hatte Ihnen per E-Mail ein Telefonpasswort geschickt, damit ich weiß, dass Sie auch wirklich eine Behörde sind. Was für ein Telefonpasswort? Sie können ja nochmal in meine E-Mail um 11 Uhr und 2 Minuten. Ich muss ja Habe wissen, ich dass nicht. Sie der Herr Nowak sind. Natürlich, wer sollte ich sonst sein? Angela Merkel. Okay. Gut, dann legen wir mal los. Würden Sie Also, bitte noch Herr. nachschauen nach dem Telefonpasswort? Nee, habe ich nicht. Ich Habe habe Ihnen kein das Passwort. per E-Mail geschickt. Heute Morgen um Na, ich 11:02 Uhr. Habe nichts bekommen. Moment. Unter der E-Mail mit meiner Telefonnummer. Moment. Ja, habe ich gesehen, aber was für ein Passwort? Ich verstehe nichts. Ja, Was meinten Sie das Wort hinter Telefonpasswort damit? mit den Anführungszeichen, das ist das Passwort. Wenn Sie mir das vorlesen können, weiß ich, dass Sie wirklich Marcel Nowak sind. Wetzel frisch. 0-0. Okay. Ja, nochmal als Ganzes bitte. 0-0, Wetzel frisch, ja? Vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Okay. Gut, dann können wir jetzt Aha, weitermachen. okay. Gut, dann sind Sie vor Ihrem Laptop, ja? Ja, sind Sie selber auch ein Experte mit den Börsensachen? Ich persönlich bin kein Experte mit den Börsensachen. Also ich bin dafür zuständig, dass ich Ihnen dabei helfe, also bei der Aktivation Ihres Handelskontos. Und dann In leite ich Sie weiter, ja? Okay? Ordnung.
Okay, dann öffnen Sie einen Google Chrome Browser, dann diktiere ich Ihnen diese Software, ja? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also öffnen Sie Google Chrome Browser und dann diktiere ich Ihnen Software, welche Sie herunterladen sollen, ja? Ach so, sieh mal, Software. ich habe Genau. schon eine Bitcoin Wallet heruntergeladen. Nein, das ist kein Bitcoin-Wallet, sondern wir sollen also TeamViewer Software installieren. Jetzt sagen Sie schon wieder etwas von einem Biber. Okay, also gut. Dann ich buchstabiere es und dann werden Sie nicht mehr Biber also hören, sondern was anderes. Ich muss mich noch anmelden. Soll ich das normale oder Aha. das Administratorkonto nehmen? Also brauchen Sie erstmal nur Google Chrome Fenster aufzumachen und dann buchstabiere ich Ihnen Software, ja? Ja, aber ich benutze Internet Explorer. Ja, das ist kein Problem. Dann öffnen Sie Internet Explorer, Einen Moment bitte. ja. Ich habe es geöffnet. Das dauert bei dem Programm ja leider immer etwas länger. Sagen Sie mir, Was soll ich machen? okay, dann geben Sie ins Suchfeld, also erstes Buchstabe ist T wie Theodor. Theodor. T wie Theodor. Der Theodor. Ja, E wie Emil. Emil. Anton. Anton. Martha. Martha. Genau, Vogel V. V. Vögel V. I wie Ida. Ida, ja. Emil. Emil. Wilhelm. Wilhelm. Genau, Emil. Emil. Und Richard. Und Was Richard. lesen Sie jetzt? Dann lesen Sie es mal vor. TeamViewer. Ja, das ist doch kein Biber. Ich Team habe Biber, genau. Biber verstanden, aber ich habe Ihnen ein Okay. schönes Bild von einem Biber geschickt. Ja, das stimmt. Ja. Okay, jetzt haben Sie gesehen, TeamViewer kostenlos herunterladen. Wozu brauche ich dieses Programm? Ich habe doch schon eine Bitcoin Wallet. Nee, da dieses Programm brauchen Sie einfach, damit wir diese also Registration durchführen für die Börsenidentifikationsnummer, ja? Für die Börsenidentifikation. Genau. Ist das eine lebenslang gültige Nummer? Wie meinten Sie das, lebenslang gültige? Wenn ich diese Nummer habe, wofür brauche ich die? Habe ich Ihnen bereits gesagt, diese Nummer, ohne diese Nummer gibt es keine direkte, also Zusammenhang zwischen Ihrem Handelskonto und Ihrem Bankkonto, ja? Also, Und diese Nummer gibt. das heißt, wenn ich meine Bitcoin verkauft habe und das Geld abheben will, dann brauche ich diese Nummer. Genau, so ist das. Das habe ich verstanden. Erstes Mal, Sie brauchen also Ihre Profite und Gewinne auch in Euro auszahlen zu lassen, ja? Ich wollte das in israelische Schekel investieren. Aha, okay. Interessant. Wieso ist das interessant? Nee, also das hatte ich noch nie gehabt, deswegen. Der Schekel ist eine sehr sichere Währung. Okay. Gut, Oder ist das dann nicht möglich aufgrund der Gesetzeslage? natürlich ist es möglich, aber wir arbeiten in Euro, ja? Das ist in Ordnung. Ich habe das Programm heruntergeladen. Soll ich es installieren? Okay, installieren Sie es. Ja, das werde ich machen. Super. Mein Computer ist nicht mehr der neueste, das kann einen Moment dauern. Okay, kein Problem. Jetzt werde ich gefragt, wie ich den Team Biber verwenden möchte. Aha, okay, was sehen Sie jetzt? Dann sagen Sie mir. Hier steht, ich möchte die
kommerzielle Testversion mehr mit kommerziell. Nee, brauchen Sie nicht kommerziell, als privat auswählen, ja. Nun gut. Aus privaten Gründen, ja. Aber ich habe für meine Bitcoin ein Kleingewerbe angemeldet. Ist das dann immer noch privat? Also, im Prinzip ist das egal, welche Sie angeben, aber wie gesagt habe, Sie können auch gerne, können Sie auch privat angeben oder kommerziell, ist im Prinzip egal. Nun gut, ich verstehe. Okay. Gut, ich habe das Programm installiert. Aha, so schnell? Ja, es ist fertig. Aha. Okay. Gut, dann öffnen Sie dann TeamViewer. Den TeamViewer, ich habe ihn geöffnet. Okay, dann sehen Sie neunstellige Ziffer? Ja. Wann diktieren Sie mir diese Ziffer? Ja, ich höre. Diktieren Sie mir diese Ziffer? Die dort steht? Ja, genau. Nun gut, das ist 1. Ja? O wie Otto? Nein, das ist, nee. Das sollten nur die Ziffern sein, ja? Keine Buchstaben. Dann ist es eine 0. Ich habe große Probleme, die beiden auseinanderzuhalten. Okay, also erste Ziffer ist 1. 1, 0. 0, dann? 6, 8. Aha. 2, 4, 5. 6, 1, 6. Ich will zurück in den blauen Raum. Okay, können Sie wiederholen, die Ziffer? 1, 0, 6, 8, 2, ja? 4, 5, 6, 1, 6. Okay. Nee, das ist also nicht gültig. Also, das stimmt nicht. Soll ich Ihnen eine E-Mail schicken? Nein, brauche Sie nicht, aber die Ziffern, was Sie mir diktiert haben, also 1, 0, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 1, 6 ist nicht die richtige. Nein, ja? Nach der 2 kommt die 5. 2, 5, 4, 6, 1, 6. 2, 5, 4, oder? Ja, 2, 5, 4, 6, 1, 6. 5, 4, ach so, ich habe Zahlendreher, okay. Ja. So, jetzt diktieren Sie mir Passwort. Wie meinen Sie? Passwort. Also, da sollte noch Passwort sein, ja? Das Passwort ist 00WC-Frisch. Nee, das kann nicht sein. Also, Passwort ist das Kombination mit Zahlen und Buchstaben, ja? Sie meinen das von dem Programm? Genau. Da steht 889. 889? Ja. Richard Siegfried Müllermilch. 9? Richard Siegfried und M wie Martha. Ja. Okay, jetzt haben wir Verbindung aufgebaut, ja? Was haben wir aufgebaut? Okay. Wir haben jetzt Verbindung aufgebaut. Also jetzt öffnen Sie, wir haben jetzt, gut, ich zeige Ihnen jetzt also Vermittler, wodurch wir diese, also Nummer, Identifikationsnummer bekommen, ja? Bleiben Sie an die Leitung. Ja, wo soll ich denn auch hingehen? Zeige ich Ihnen gleich. Moment, lassen Sie mich, also erstmal bewegen Sie bitte Maus nicht. Lassen Sie mich Ihnen das Plattform zeigen, ja? Also Sie sind jetzt auf meinem Computer? Genau, dafür haben wir das gemacht. Okay. Hier sehen Sie, also das ist offizielle Vermittler, wodurch Sie diese Börsenidentifikationsnummer bekommen, also durch die Umtausch von 250 Euro gegen Bitcoin. Bekommen Sie Ihre eigene, also Börsenidentifikationsnummer. Und diese Nummer, also ist auch dafür notwendig, damit wir, also die beide Konten verknüpfen, ihre beide, zwischen Handelskonto und direkt, also Handels- und Bankkonto, ja? Ohne diese Nummer ist keine Verknüpfung möglich. Ich verstehe. Okay, kleinen Moment. So, Ihre aktuelle E-Mail-Adresse ist das,
Hamburg, Georgia, okay, Georgian, Was ist mit Georgien? 61, @gmail.com, 61, ne, sie haben solche E-Mail, Das ist oder? eine von Hamburger, meinen E-Mails, aber wenn das eine staatliche Angelegenheit ist, dann würde ich gerne meine richtige E-Mail-Adresse nehmen. Moment. Ne, Sie sind ja mit dieser E-Mail registriert. Oder Ja, möchten Sie jetzt ich andere? Okay, möchte dann gerne eine andere Sie be E-Mail nehmen. Ach so, möchten Sie eine andere E-Mail nehmen? Ja. Okay, warum? Weil die andere E-Mail nur für Spam- und Pornoseiten ist und wegen, ich möchte meine richtige E-Mail-Adresse nehmen. Also wir haben doch auf diese E-Mail-Adresse kontaktiert. Ja, aber Und dann ist es besser. das ist eine offizielle Angelegenheit. Darum würde ich lieber meine richtige Adresse nehmen. Die heißt menschgebliebener Gruppenvergewaltiger67@gmail.com. Nee, also ich trage jetzt mal diese E-Mail-Adresse, unter welchen wir also Kontakte aufgenommen haben, ja? Nun gut, aber Hamburg, Georgisch, okay. kann ich das noch ändern? Weil auf diese E-Mail bekommen Sie also dann Bestätigungs-E-Mail. Okay, kleinen Moment. Ist das meine Identifikationsnummer? Der kriegen Sie gleich, also Moment. Nee, das ist falsch. Nee, warum hacken Sie das? Die Erstmal bewegen Sie Maus nicht. Kleinen Moment. So, jetzt haben Sie Bestätigungs-E-Mail. Bitte loggen Sie sich hier in Ihrem E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie das, ja? Ja, Also öffnen Sie hier Ihren E-Mail. Gmail. Das ist falsch. Nee, ich habe Nee, mich wohl verschrieben. Woher kommt diese Nummer? Ist das meine Börsenidentifikationsnummer? das ist, was ich da eingetragen habe. Hier sollten Sie sich einloggen, mit Ihrem E-Mail-Adresse oder Ich Telefonnummer, werde oder? diese Nummer aufschreiben. Aber ich habe doch schon 2 Bitcoins gekauft. Müsste ich diese Nummer nicht schon bekommen haben? Nein, das haben Sie noch nicht. Dann muss ich meine Also, anderen da, was war das Bitcoin noch mit versteuern. Hallo? Können Sie sich nicht einloggen? Warum machen Sie solche Sachen? Welche? Ich verstehe nicht. Was meinten Sie da? Hallo? Ja? Ey, was bist du eigentlich für ein mieser, dreckiger Wichser, dass du dich hier als Behörde ausgibst, Blair? Idi Nahui, du Scheißbetrüger, verpiss dich! Hurensohn, du bist live bei Schwarzlook, YouTube! Du bist live bei YouTube! leck Hey, mich am 13.000 Leute hören! Hey, halt mal Arsch, die Fresse! 13.000 Leute hören dir gerade zu, du Hurensohn! Scheißbastard! Ich wusste das von Anfang an, dass du mich verarschst, Natürlich, ich hab dir ein Bild Arschloch, von einem aber Biber geschickt, ich hab hoffentlich. dich auch verappelt, du Arschloch, du Verappelt? Motherfucker, Du kannst dir nicht mal Biber du buchstabieren. Was bist du für ein Schwanzlutscher, Schwein bist du, Alter? Ein mieser du Betrüger bist du. Schwanzlutscher. Putin kommt dich holen. So ein Bastard, so ein mieser Typ. Ich hab dir fast eine halbe Stunde Zeit geklaut. Alter, schick ich dir ein Bild von Biber. Alter, ich muss ja echt mal noch gucken, wie ich hier diese E-Mails reinkriege, die er mir geschickt hat.
Sehr geehrter Herr Krull, hier ist Marcel Nowak, Ihr Ansprechpartner von dem elektronischen Börsenamt. Börsenamt ist das oberste Landesamt, das elektronische Handelsplattform auf Finanzplattform überwacht und derer Regulierung und Dienstleistung beobachtet. Ihre Daten wurden in Bezug auf Ihre Aktivitäten an uns weitergeleitet worden, Fehler im Original, um Ihnen eine persönliche Börsenidentifikationsnummer zur Verfügung zu stellen, um amtliche und von der elektronischen Börse anerkannte Aktivitäten führen zu dürfen, brauchen Sie als Privatanleger eine Börsenidentifikationsnummer, was Ihnen ermöglicht, mit akkreditierten und zuverlässigen Börsenhändlern arbeiten zu dürfen. Ohne Börsenidentifikationsnummer ist kein amtlicher Handel möglich. Mit freundlichen Grüßen, Boris Nowak. Marcel Nowak. Ich guck mal, ob ich das noch eingebaut kriege. Was ein Fischkopf, Freunde. Unglaublich, dieser Typ. Einen wunderschönen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Freude und Spaß mit dem Anruf vom elektronischen Börsenamt. Diese hochoffiziellen, super tollen Menschen, die uns helfen, damit wir völlig legal mit Bitcoin handeln können. Ich wollte euch mal im Nachgang noch zeigen, wie dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe den ein bisschen geködert. Hier schreibt man einen Marcel Nowak, wo man ja schon bei der Stimme hört, dass das kein Marcel und auch kein Nowak ist. Sehr geehrter Herr Krull, hier ist Marcel Nowak, Ihre Ausrufezeichen, Ansprechpartner von dem elektronischen Börsenamt. Börsenamt ist das oberste Landesamt, das elektronische Handelsplätze auf Finanzplattformen überwacht und ihre Regulierung und Dienstleistungen beobachtet. Ja, super gesprochen. Ihre Daten wurden in Bezug auf Ihre Aktivitäten an uns weitergeleitet worden. Wenn ich das lese, leitet sich höchstens der Inhalt von meinem Magen weiter, aber das ist ein anderes Thema. Um Ihre eine persönliche Börsenidentifikationsnummer zur Verfügung zu stellen, um amtlich und von der Börse elektronischen Börse anerkannte Aktivitäten führen zu dürfen, brauchen Sie als Privatanleger eine Börsenidentifikationsnummer, was natürlich Ihnen ermöglicht, mit akkreditierten und zuverlässigen Börsenhändlern arbeiten zu dürfen. Ohne Börsenidentifikationsnummer ist kein amtlicher Handel möglich. Mit freundlichen Grüßen, Marcel Nowak. Dann verlinken die hier aus dem Jahre 1994 einen Gesetzesentwurf, mit Betonung auf Entwurf, Entwurf eines Gesetzes über den Wertpapierhandel und zur Änderung börsenrechtlicher und wertpapierrechtlicher Vorschriften. Das Ding ist wahrscheinlich älter als die, als viele meiner Zuschauer hier, und mit sowas versuchen die dann die Leute reinzulegen. Angestellte der deutschsprachigen Abteilung. Super. Jetzt wurde aus dem Typen plötzlich eine Frau innerhalb von wenigen Sätzen, aber fangen wir gar nicht damit an. Ich habe dann geantwortet, hallo mein Herr, woher bekomme ich diese Börsennummer? Vielen Dank. Geantwortet hat der Herr Krull, von unserem Behörde bekommen Sie Börsenidentifikationsnummer, Herr Krull. Diese Satzstellung ist, ich breche mir die Beine, wenn ich das nur lese. Entweder melden Sie sich bei uns unter dieser Nummer, also wer da mal Marcel Nowak von mir grüßen möchte, darf da gerne anrufen, oder schreiben Sie mir eine E-Mail, wann kann ich Sie anrufen? Das Deutsche wird immer besser und die Punktuation, oh, große Kompliment, Marcel. Ich habe mich dann natürlich total darüber gefreut, dass die so lange erreichbar sind. Bitte rufen Sie mich Montag um 18 Uhr an. Für eine Behörde haben Sie sehr kundenfreundliche Arbeitszeiten. Als Steuerzahler weiß ich das sehr zu schätzen und werde Ihnen bei der nächsten Wahl sicher wieder meine Stimme geben. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Jetzt habe ich ihn richtig am Wickel. Da, wir arbeiten ganz normal von 9 bis 18 Uhr und was E-Mails betrifft, ich lese die E-Mails auch am Wochenende von zu Hause und gebe Kunden eine Antwort, wenn es nötig ist. Ich glaube, Behörde bezeichnet die Bürger nicht als Kunden. Auf jeden Fall ist das doch ein vorbildlicher Beamter, der arbeitet nicht nur unter der Woche und auch noch bis in den Abend. Nein, der macht noch Wochenende von zu Hause, bearbeitet er noch unsere Unterlagen und Anfragen, damit wir auch sicher und legal an der Börse arbeiten dürfen. Schreiben Sie mir bitte, unter welcher Nummer erreichbar sind. Dann habe ich ihm natürlich meine Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich ihm noch geschrieben, Herr Nowak, bitte halten Sie das Telefonpasswort 00WC frisch bereit, damit ich weiß, dass Sie es sind. Ich bekomme oft komische Anrufe und muss sicher gehen, auch mit meiner zuständigen Behörde zu sprechen. Gott mit Ihnen. Hallo Herr Krull, danke für die schnelle Antwort. Um 18 Uhr werde ich Sie anrufen. Ja, und dann hat er auch angerufen und dann kam er diese Stelle, wo wir von dem Biber hatten und dann habe ich ihm einfach ein Bild von einem Biber geschickt
Ich meine, wenn man sich so blöde anstellt, dann muss man auch damit rechnen. Und dann habe ich ihm ja gesagt, dass er auf YouTube landet. Und dann kam von dieser hochoffiziellen, super tollen Behörde: Schick mir dieses Video, du Arsch, was du bei YouTube hochgeladen hast. Und dann habe ich versucht, ihn nochmal reinzukriegen. Habe gesagt, du hast 30 Minuten Zeit, mich wieder anzurufen und erzählen, warum du sowas machst. Sonst gehen deine E-Mail und Anrufe zusammen mit IP-Adresse und Geolog-Daten sowie deine Bitcoin-Adresse an Schweizer Kantonspolizei. Antwort: Fick dich ins Knie, Alter. Ist so, ruf an oder landest du im Knast. Drohst du mich, du Schwein? Ja, absolut. Ist mir egal, mach was du willst. Putin kommt dich holen. Ich mag dich, hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir kriegen dich, Suka. Alles klar. Und dann, die Typen sind ja so blöde, habe ich gesagt: Schickst du mir den Biber bitte wieder? Ich brauche den noch für den nächsten Betrüger. Der Trottel mir tatsächlich ein Bild von einem Biber geschickt. Das ist immer was für befreiten Idioten, du das zu tun hast. Hast du auch Sprachaufnahmen für mich, mit mir Spaß machen, mir nochmal anzuhören? Ah, lade ich die Tage bei YouTube hoch, vielleicht hast du ja die Eier für ein Interview, du Beaver. Haha, danke, schick mal. Und dann ging kein Ding, das Leben ist sowieso eine große Lüge und wir leben alle in einer Lüge. Was macht dich so stutzig? Ich gesagt, stutzig, deine Masche ist peinlich und schlecht, deine Fake-Namen offensichtlich und es ist einfach so schlecht gemacht. Und sagte, und wo ist mein Link? Schick ich dir. Telefonnummer, Bitcoin-Adresse, muss ja alles reingeschrieben werden. Okay, werde dankbar, wenn ich das von dir kriege. Und das war jetzt das hochoffizielle deutsche amtliche Börsenamt, das dir knapp 270 Euro abknöpft für diese Börsenidentifikationsnummer. Aber immerhin hast du etwas Mehrwert dadurch, dass sie dir einen Biber schicken. Das ist Marcel Novak und das ist sein Vorgesetzter. Und die halten gerade Händchen miteinander und diskutieren die Strategie. Weil wenn man jetzt bei Google nach elektronisches Börsenamt googelt, dann kommt nicht dieser komische Gesetzesentwurf hier, sondern dann kommt inzwischen, wir können das ja nochmal live machen, elektronisches Börsenamt, dann kommt inzwischen, dank euch, dank der vielen Klicks und des vielen Geteiles, ganz oben, Achtung Betrug, elektronisches Börsenamt zockt ab, der erste Anruf mit denen, danach meine Facebook-Seite, nochmal Facebook-Seite. Dann bei Bitcoin Abuse hat das einer eingetragen, bei Telefonnummer.net, bei Telgader.com, bei Twitter auf meinem Account kann man es finden. Also jeder Mensch, der jetzt so einen komischen Anruf kriegt und nebenbei Google einmal aufmacht, der weiß instant, was da los ist. Und das könnt ihr euch mit auf die Fahne schreiben, meine Freunde. So, genug des Ganzen, ich mache mich mal wieder dran, Anrufe hochzuladen. Wie ihr merkt, es gibt jetzt öfter mal so eine Mischung aus Video und Audio. Man verbessert sich mit seinen Kenntnissen. Gerade wenn man neue Zuhörer bekommt, die sich mit solchen Sachen richtig gut auskennen und da weiterhelfen. Vielen lieben Dank an alle, die sich angesprochen fühlen. Wir hören uns bei der nächsten Straßenschlacht mit Callcenter.